Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr auf das Oktoberfest geht. Deswegen gebe ich euch heute zwei Geheimtipps. Die müsst ihr euch wirklich hinter die Ohren schreiben. Der erste ist wirklich so widerlich. Manche Touris denken, das wäre eine schöne Wiese, sich hinzusetzen. Das, liebe Leute, ist unsere Kotzwiese. Hier kotzen alle Betrunkenen hin. Also da gehen wir nicht hin. Dafür aber gehen wir zu meinem Lieblingsfahrgeschäft. Jeder Münchner liebt es. Außer Biene. Weil sie hat einfach ihr Schlüsselbein da gebrochen. Ich gebe zu, das kann wirklich sehr gefährlich sein. Aber es ist wirklich so ein Muss, wenn man in München auf dem Oktoberfest ist. Am Anfang ist es sehr unscheinbar. Und wenn man das nicht kennt, würde man da wirklich nicht reingehen. Aber das, liebe Leute, ist einfach iconic. Das ist das Teufelsrad. Das Ziel ist es, als längstes da oben zu bleiben. Und am Ende wird es auch wirklich gefährlich. Denn die Leute versuchen alles, dass du da runterkommst. Der kam böse. Soll ich es auch mal versuchen?